Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG. Hallo und willkommen beim Hochschule Pforzheim Magazin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In unserer Oktoberausgabe beschäftigen wir uns mit der Begrifflichkeit der Ressourceneffizienz, schauen auf philosophische Ansätze zu diesem Thema und erfahren Neues über nanotechnische Ansätze beim Treibhausgas CO2. Erstsemester gibt es nicht nur bei den Studentinnen und Studenten, sondern auch bei den Professoren. Seit September mit dabei im Studiengang Ressourceneffizienzmanagement ist Dr. Klaus Langkötz, der für das nachhaltige Technologie- und Innovationsmanagement zuständig ist. Professor Langkötz hat Umwelttechnik studiert, war einige Jahre bei einem Fraunhofer-Institut in Stuttgart und hat dort viele Forschungsprojekte geleitet. In den vergangenen 4 Jahren war er bei einem bekannten mittelständischen Anlagenbauer in Baden-Württemberg und war dort für das Innovationsmanagement verantwortlich. Technologien-Innovationsmanagement, da geht es darum, gute Ideen für neue Produkte zu finden. Auf der anderen Seite müssen diese Ideen aber auch in erfolgreiche Produkte technisch umgesetzt werden. Da kann man oft auf gute Ideen aus den Technologienentwicklungen der Forscher in den Laboren zurückgreifen. Hier in Pforzheim interessiert uns natürlich besonders, wie man Produkte und Lösungen besonders ressourceneffizient gestalten kann. Und wie war bisher Ihr erstes Semester? Wie sehen die Kollegen, wie sehen die Studierenden? Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist richtig gut. Die Vorlesungen machen Spaß. Die Studierenden sind sehr engagiert, fragen viel nach. Und hier in den kleinen Gruppen, die es an den Fachhochschulen gibt, anders als an den Universitäten, kann man auch wirklich gut miteinander zusammenarbeiten, gut auf einzelne Fragen eingehen, gut diskutieren. Ressourceneffizienz, das ist der zentrale Begriff bei diesem Studiengang. Kann der neue Professor denn erklären, was sich hinter diesem Zauberwort versteckt? Mit der Ressourceneffizienz wollen wir in der Produktion und bei den Produkten den Einsatz von Material, Energie und Rohstoffen verringern. Das ist gut für die Unternehmen, denn sie sparen dabei Kosten. Auf der anderen Seite hilft es dabei, die Umwelt zu entlasten. In den Umweltwissenschaften ist Effizienz ein wichtiger Ansatzpunkt, wird aber zugleich auch oft kritisiert. Wir fragen Professor Mario Schmidt, den Leiter des Instituts für Industrial Ecology, warum. Effizienz ist das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Nutzen, also beispielsweise die Produktmenge pro Rohstoffeinsatz, ist also eine relative Größe. Und da ist dann schon der erste Kritikpunkt, nämlich die Frage nach dem Nutzen. Brauchen wir diesen Nutzen überhaupt, also die Produkte? Das ist eine Frage, die bei Effizienzstrategien schon mal ausgeklammert ist. Zweiter Kritikpunkt, es ist eine relative Größe. Es kann also sein, dass wir die Effizienz verbessern, aber trotzdem absolut mehr Umwelt, mehr Rohstoffe verbrauchen. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Autoverkehr. Denken Sie daran, dass die Autos eigentlich vom Kraftstoffverbrauch von Jahr zu Jahr immer besser werden, also pro 100 Kilometer gefahrene Strecke. Trotzdem, wir fahren mehr, wir haben mehr Autos. Das heißt, der technische Fortschritt wird hier ein Stück weit dann eben auch kompensiert. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was man mit solchen Effizienzstrategien hat. Im September beschäftigte sich auch der Baden-Württembergische Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress in Karlsruhe mit dem Thema. Mit dabei war der Philosoph Peter Sloterdijk, einer der international angesehensten deutschen Denker. Ich denke schon, dass die Gesellschaft als Ganze die Verwandlung der Welt oder der Natur ganz, der Naturtotalität in Ressource nachvollzogen hat heute. Und da fangen natürlich die philosophischen Sorgen an, denn der Mensch ist zunächst einmal ein Wohngemeinschaftsmitglied in der Natur. Und in dem Augenblick, wo er alles außerhalb der menschlichen Sphäre zur Ressource erklärt, wird er tatsächlich das, was Descartes genannt hat, Maître et Possesseur de la Nature, also Herr und Besitzer der Welt. Und genau da müsste man von einem kritischen Bewusstsein her den Begriff der Ressource als solche hinterfragen und den Begriff der Ressourceneffizienz gar zweimal hinterfragen. Weil das würde ja bedeuten, dass man zuerst die Welt insgesamt zur Ressource erklärt, das heißt zum Ausbeutungsgebiet. Und danach, wenn man sieht, dass es mit der Ausbeutung nicht so recht klappt,
dann erklärt man auch noch die Ausbeutung ihrerseits zu einem wiederum ausbeutbaren Gebiet. Also mit anderen Worten, man versucht, geschlossene Ausbeutungskreisläufe zu erzeugen. Den Begriff der Ausbeutung als solcher aber stellt man nicht in Frage. Und ich glaube, da würde eine tiefer ansetzende philosophische Überlegung beginnen. Effizienz hat immer den Anschein des eher technokratischen Ansatzes und ich plädiere deswegen auch für eine nicht zu enge Auslegung dieses Ressourceneffizienzbegriffes, also eigentlich eher im Sinne von Schonung natürlicher Ressourcen. Wir haben beim Verein Deutscher Ingenieure, dem VDI, was eigentlich eine international sehr angesehene Gesellschaft ist, eine Richtlinie jetzt auch entwickelt zu Ressourceneffizienz und dort wird als Ziel der Ressourceneffizienz auch eben genau diese Schonung der natürlichen Ressourcen genannt, also fast ein paradigmatischer Ansatz und unter Ressourcen verstehen wir nicht nur die mineralischen und energetischen Rohstoffe, sondern eben auch die Schonung von Umweltmedien, denken Sie an Wasser, denken Sie an Boden, Biodiversität, Fläche. Und das ist also schon ein sehr modernes Konzept, was sehr viel weiter geht als nur diese rein klassische Effizienzdefinition. Trotzdem wird Ressourceneffizienz natürlich auch Technik benötigen. Denken Sie an die Energiewende, denken Sie auch an Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, dass hier durchaus auch noch ein großes technisches Potenzial ist, was man eigentlich heben kann und was wir wahrscheinlich auch brauchen, um unsere Umweltprobleme zu lösen oder zumindest helfen zu lösen. Welche Möglichkeiten in der Technik noch schlummern, präsentierte in Karlsruhe einer der bekanntesten Wissenschaftler aus dem Bereich der Nanotechnologie, der Kanadier Geoffrey Ossin. Er hat die Vision, dass man den Ausstoß des Treibhausgases CO2 nicht nur verhindert, sondern umgekehrt wieder einfängt und zu Treibstoff rückverwandelt. Er sieht hier ein spannendes Anwendungsgebiet für Nanomaterialien, wenn man sie mit Solarenergie kombiniert. Hier sehen Sie den Durchbruch in meinem Labor. Das Ding dort ist schwarz. Wir nennen das superschwarzes Material. Es besteht aus Nanopartikeln. Schwarz heißt, es absorbiert alles. Dieses Material ist so schwarz, für Licht ist es wie ein schwarzes Loch. Sie können damit 99% des Lichts einfangen. Und weil es aus Nanopartikeln besteht, können die Schwingungen, in der Festkörperphysik sagen wir Phononen, aus der Struktur nicht entweichen. Sie bleiben in der Nanostruktur eingesperrt. So kann man Temperaturen von 3, 4 oder 500 Grad erreichen, einfach nur durch Licht, das auf schwarzes Material scheint. Ich habe einige Zeit in Deutschland zugebracht und Sie wissen, da gibt es auf den Dächern überall diese Dinger, die guten alten Solarzellen, um Strom zu machen. Aber ich habe mich gefragt, was sind diese schwarzen Dinger in der Mitte? Mein Freund erzählte mir dann, damit machen wir unser Wasser warm. Ich habe mir dann überlegt, viele Prozesse in der Industrie benötigen hauptsächlich Wärme. Warum können wir nicht die Wärme von der Sonne zusammen mit der Elektrizität nutzen? Warum nutzen wir das elektromagnetische Spektrum nicht besser aus? Und warum werfen wir so viel Energie weg? Der Nano-Experte entwickelte die Vision eines Plan B, wie man das Klimaproblem eines Tages vielleicht lösen könnte und CO2 aus der Atmosphäre durch Nanopartikel zurückgewinnt. Ich denke, die positive Nachricht ist, dass wir eine wohldefinierte wissenschaftliche Lösung haben, wie wir mit Milliarden Tonnen von Kohlendioxid mit Nanochemie umgehen können. Es ist wohl definiert, es ist kalkulierbar. Wenn man die Effizienz dieses Prozesses betrachtet, hat man den Eindruck, dass wir das gut gebrauchen könnten. Deshalb ist die wichtigste Nachricht, dass es hier wissenschaftliche und technische Arbeiten gibt, die uns eine Möglichkeit aufzeigen, mit dem Klimaproblem umzugehen. Die meisten glaubten bisher, dass das unmöglich sei. Also wir denken nicht mehr in Gleichgewichten, sondern in Ungleichgewichten. Und das Wort Nachhaltigkeit ist der Versuch, so ein konservatives Moment in diese ausgleitende oder weggleitende Wirklichkeit einzuführen. Und deswegen ist es das Schlüsselwort unserer Zeit. Aber es hat ungefähr einen so paradoxen Beiklang, wie man sagen würde, wir wollen ein immerwährendes Feuerwerk machen. Ja, also die Feuerwerke sind glücklicherweise durch das Gesetz auf ein paar Nächte um den 31. von der 1. Januar begrenzt und dürfen auch da nur verkauft werden. Aber im Namen der Nachhaltigkeit
plädiert man eigentlich für so etwas wie das Recht auf Feuerwerk alle Tage. Und darin steckt auch ein zutiefst fragwürdiger Ansatz. Was wäre denn vielleicht Ihrer Meinung nach ein richtigerer Ansatz? Ja, der richtige Ansatz ist das, was uns unmöglich ist. Das wäre nämlich ein bescheidener Umgang mit dem Vorhandenen. Und da wir aber vom Grund auf Verschwendung und auf Steigerung, auf Wachstum programmiert sind, klingen Überlegungen in diese Richtung vollkommen utopisch. Aber einige progressive Denker, wie es scheint, fangen an, mit dem Begriff der Bescheidenheit zu arbeiten. Und das ist eigentlich das Wort, das den modernen Menschen am meisten wehtut. Das war das Hochschule Pforzheim Magazin im Oktober. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder einschalten. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt AG.